Herzlich willkommen zur Lernfitpost Nummer 19 mit dem Thema Feedback geben. Wir sehen hier wieder alle 24 Lernfitpost auf einen Blick und begeben uns jetzt in das Unterkapitel Feedback geben, das gehört zu Lernen durch Einfühlen. Feedback geben, Lernen durch Einfühlen hat mehrere Untergliederungen. Eines ist aktives Zuhören, das war schon Thema der Lernfitpost Nummer 17. Da haben wir für Sie ja auch einen Vortrag von Vera Birkenbiel zum Downloaden angeboten. Ebenfalls Teil von Lernen durch Einfühlen war Hören mit vier Ohren. Das war Thema der Lernfitpost Nummer 18 mit einem Erklärvideo dazu. Und jetzt, wie gesagt, sind wir bei der Lernfitpost Nummer 19 mit dem Thema Feedback geben. Sie werden bei der Lernfitpost sehen, dass wir auch einen Download-Link anbieten zu einem TED-Talk, auf den ich später noch eingehen werde. Feedback geben. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich im Schulalltag allgegenwärtig. Und in diesem Trainingsprogramm gibt es eben mehrere Karteikarten zu diesem Thema. Einerseits Tipps, wie man Feedback gibt, aber auch Tipps, wie man Feedback empfängt. Und es funktioniert ja immer noch so, wie wir schon mehrfach darauf hingewiesen haben, die Kärtchen mit dem dicken Rand sind für die Schülerinnen und Schüler bestimmt. Also in dem Fall ist das eine Karteikarte für die Hand der Schülerinnen und Schüler mit dem Hinweis, gib Feedback auf etwas, was jemand macht. Das ist einmal die Grundregel, was gemacht wird und nicht wie jemand ist. Oder wie es jemand macht, kann man auch sagen, aber nicht wie die Person ist. Also die Unterscheidung zwischen dem Tun und der Person ist beim Feedback so entscheidend. Weil sonst wäre das also kein Feedback, sondern es wäre dann eine Kritik an der Person, was ja überhaupt nicht Thema ist. Also hier geht es darum, dass man den Kindern und den Jugendlichen zeigt in Schritten, dass sie von ihren Sinneswahrnehmungen ausgehen sollen. Also das sagen, was sie hören oder sehen, nicht bewerten. Etwas zu einer konkreten Handlung sagen, nicht generell, du machst das immer so. Ja? Klar und genau das sagen, was man meint. Und dann gibt es auch noch Tipps, wie man das ausdrücken kann, also zu den Ich-Botschaften. Und sehr wichtig, dann am Ende der Satz, die zwei letzten Sätze sind dann, ich bin offen dafür, dass ich mich täuschen oder irren könnte. Das ist jetzt sehr interessant. Aha, das heißt, es könnte sein, dass meine Wahrnehmung eine Wahrnehmung ist, die nur ich habe. Dann würde ich mich jetzt täuschen oder irren. Also auch dafür offen sein beim Feedback, das ist etwas, was wir sicher nicht gut können. Also da denke ich mir daran, da lohnt sich's, wenn man daran arbeitet. Und warum ist es so wichtig, dass wir an diesem Feedback geben arbeiten? Wir sind ja selber in der Schule als Schülerinnen und Schüler sehr oft Feedback-Empfänger. Wir spüren das ja an uns selber. Wie wollen wir das Feedback bekommen? Wir spüren, was uns wachsen lässt und wir spüren, was uns hemmt. Aber wir wissen nicht die Regeln dafür. Und hier geht es einfach darum, das wirklich zu thematisieren und Regeln dafür aufzustellen, wie geht das und üben, üben, üben. Das ist wirklich etwas, was man üben muss, damit man es verinnerlichen kann. Und dann auch sehr schön, der allerletzte Satz auf dieser Karteikarte, sagen, was mir gefällt und nicht das, was mir nicht gefällt. Denn das Verstärken des Positiven, das Verstärken dessen, was schon gut funktioniert, motiviert uns unglaublich beim Lernen. Und damit verstehe ich dann automatisch, was nicht gefällt, weil das wurde ja nicht erwähnt. Aber wenn das erwähnt wird, was gefällt, ja, dann lässt mich das wachsen und stärkt mich in dem, wo ich sowieso schon Potenziale habe. Da gibt es noch ein anderes Kärtchen, wie man Feedback empfängt. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Ich wollte einfach nur als Einstieg einfach einmal zeigen, grundlegende Tipps. Aber was ist mir wichtig zu dem Thema prinzipiell zu sagen? Und da steige ich jetzt kurz aus der PowerPoint-Präsentation, weil ich Sie auf eine kleine Übung einladen möchte. Und für diese Übung brauche ich hier ein kleines Tablett, das ich vorbereitet habe. Ich habe hier etwas aufgebaut, so ein kleines Versuchslabor. Und meine Frage lautet, was ist auf diesem Tablett? Ein Becher. Ein Becher, okay. Ein Becher und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt drehe ich dieses Tablett. Na geh, das ist gemein, du hast es versteckt. Ja, was ist denn jetzt auf dem Tablett? Ein Becher und ein Lippenstift. Ein Becher oder? Und ein Lippenstift, ja, ist mein Lippenstift. Mein absoluter Lieblingsseminar-Lippenstift, den ich immer brauche für diese Übung. Okay, worum geht's jetzt?
Was habe ich für eine Frage gestellt, Ingrid? Kannst du dich erinnern an den Wortlaut meiner Frage? Was ist auf dem Tablet? Tablet, was ist auf dem Tablet? Ja. Ist es eine Frage, die ich dir stellen hätte dürfen? Kann ich dir diese Frage überhaupt stellen? Natürlich nicht. Also kann ich, darf ich? Also ich habe sie gestellt und es war natürlich ein Blödsinn. Ja. Okay, ich werde gleich sagen, warum. Weil die Ingrid kann mir natürlich nicht, wenn wir auf diese wunderbare digitale Art miteinander kommunizieren, sie kann mir überhaupt nicht beantworten, was auf dem Tablett ist, weil ich das ja so hingestellt habe, dass nur ich den Lippenstift und den Becher sehen konnte. Ingrid konnte nur den Becher sehen. Meine Sicht auf die Dinge war die. Also meine Wahrnehmung war eine völlig andere als die von der Ingrid. Worauf will ich hinaus? Die Frage war, was ist auf dem Tablett? Und das ist genau das Grundlegende, wo wir auch beim Feedback geben immer wieder das Problem haben. Wir reden so gern davon, dass es so ist. Ja? Aber ich hätte gerne, dass wir hier nicht sagen, was ist, sondern was sehen Sie auf dem Tablett? Jetzt sind wir genau bei dem, was auf der ersten Karteikarte gestanden ist, zum Feedback geben. Ja? Das sagen, was wir wahrnehmen. Ich lasse jetzt da noch was einfliegen, was wir extra mal als Illustration anfertigen haben lassen. Also, warum ist dieses Ist so gefährlich? Ja? So gefährlich in unserer Kommunikation, wenn wir eben auch, wenn wir Feedback geben, dann besonders gefährlich. Es ist aber immer irreführend, weil dieses Ist uns glauben lässt, dass etwas genauso ist, wie wir es wahrnehmen. Ja? Und dabei können wir nur von dem sprechen, was wir wahrnehmen. Ich mag da auch das Wort wahrnehmen sehr gern. Ja? Weil das, was ich mit meinen Sinnen wahrnehme, ergibt für mich die Wahrheit. Und da muss ich eine Klammer aufmachen und berichten von einem TED-Talk oder einem Vortrag, den ich einmal gehört habe, von der Vera Birkenbiel, wo die Vera Birkenbiel erwähnt, dass es eine asiatische Sprache gäbe, in der es keine Einzahl gibt. Alle Substantive existieren nur in der Mehrzahl. Und das ist ein spannendes Denkexperiment, egal ob es diese Sprache nun wirklich gibt oder nicht. Aber wenn man sich vorstellt, wenn es in der deutschen Sprache bestimmte Begriffe nicht in der Einzahl gäbe, sondern nur in der Mehrzahl. Und das wäre in dem Fall, wo ich diese Übung mit Ihnen mache, für mich wären das zwei ganz wesentliche Begriffe. Das ist einerseits der Begriff Wahrheit und andererseits der Begriff Wirklichkeit. Wir können auf Deutsch natürlich einen Plural bilden, Wahrheiten. Wir können grammatikalisch korrekt auch den Plural Wirklichkeiten bilden. Aber das verwendet ja niemand, weil wir gehen davon aus, dass es eine Wahrheit gibt und eine Wirklichkeit. Und wo ist jetzt das Problem? Naja, es ist immer meine Wahrheit und meine Wirklichkeit. Und da wird es dann auch knifflig, wenn wir von Feedback geben sprechen. Denn ich glaube, dass das, was ich wahrnehme, die Wahrheit ist. Und wenn ich dann ein Feedback gebe und sage, es ist so, dann tue ich so, als wäre das die einzige Möglichkeit, etwas zu interpretieren. Und gerade das ist beim Feedback geben so wesentlich, dass wir das nicht tun, sondern dass wir von unseren Wahrnehmungen sprechen und ganz bewusst darauf achten, welche Formulierung wir wählen. Ich sehe, ja, ich nehme wahr, ich höre. Also Beobachtbares wiedergeben. Ich mag diese Übung sehr gern, weil sie dafür sensibilisiert, dass das, was wir wahrnehmen, nicht das sein muss, was wirklich ist. Weil wenn ich das jetzt in einem Seminarraum mache und den Lippenstift so positioniere, dass ein Teil der Gruppe, die im Raum sitzen, den Lippenstift sehen, dann können wir ganz klar sehen, im Raum können wir durch Aufstehen schon einmal üben, wenn wir einen Perspektivenwechsel wahrnehmen. Wenn ich mich auf den Platz dieser Personen setze, sehe ich tatsächlich auch einen Lippenstift. Und die anderen sehen ihn nicht. Und das ist dann dieses Perspektivenwechsel, von dem man theoretisch so spricht. Oft hört man das, aber was ist das überhaupt? Ja, tatsächlich einmal die Perspektive und den Platz zu wechseln. Ich komme zurück zum Feedback geben. Und wenn ich beim Wahrnehmen bin, bin ich natürlich bei den Sinnen und bin wieder beim Rad der Achtsamkeit. Sie haben das, wenn Sie die Lernfitpost verfolgen, schon in anderen Webcasts gehört und gesehen. Es gibt dieses Rad der Achtsamkeit, das die Ingrid Teufel entwickelt hat auf Basis eines schon existenten, etwas komplizierteren Rad der Achtsamkeit von Dan Siegel. Und das ist bei uns Teil des Achtsamkeitsprogramms, das unten rechts als im Cover eingeblendet ist. Es geht darum, wahrnehmen kann ich mit all meinen Sinnen.
Und dann kann ich sagen, dass ich etwas höre, etwas sehe, etwas rieche, ja, oder auch etwas ertasten kann. Aber es ist noch ein Unterschied, ob ich dann sage, es ist so. So, dazu gibt es dann Übungen in dem Programm ganzheitlich Lernen. Es gibt da speziell eine Übung, die genau auf das eingeht, was ich jetzt, wofür ich versucht habe, durch meine kleine Übung zu sensibilisieren. Was sehe ich, was glaube ich zu sehen? Ja? Also da könnte man zum Beispiel eben auch Mutmaßungen anstellen, wie es jemandem geht, wenn der eben zum Beispiel mit den Augen nach unten schaut. Ja? Das heißt, das, was ich wahrnehme, ist, ich sehe, dass du mit den Augen nach unten schaust. Meine Interpretation ist möglicherweise, du bist traurig. Ja? Oder meine Interpretation ist, du bist abgelenkt, du bist langweilig, was auch immer. Also mit solchen Übungen kann man dann in dieses Thema tiefer eintauchen und die Kinder und Jugendlichen dafür sensibilisieren, dass es einfach einen Unterschied macht, und zwar einen bedeutenden, ob man davon spricht, was man wahrnimmt, oder ob man behauptet, dass es so sei. Da sind wir natürlich gleich bei einem meiner Lieblingsthemen, und zwar bei den Schlüsseln der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Sie sehen hier einen Schlüssel mit dem Anhänger Ohr und Auge, der steht für die Beobachtung. Und der Schlüssel mit dem Herzen steht für die Gefühle. Das spielt beim Thema Feedback eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben in unserem Programm eine Challenge, die sich speziell mit Empathie beschäftigt, mit Einfühlen. Wir sind ja hier im Kapitel Lernen durch Einfühlen, und dort zeigen wir Schritt für Schritt diese vier Schlüssel aus der gewaltfreien Kommunikation. Diejenigen unter Ihnen, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt haben, werden sich wundern, warum spreche ich von Schlüsseln und nicht von Schritten. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, nicht den Begriff Schritte zu verwenden, der oft verwendet wird, weil der Schlüssel einfach universeller ist und ein wunderschönes Bild. Und Rosenberg hat übrigens die Begriffe abwechselnd verwendet und gegen Ende immer mehr auch den Begriff Schlüssel statt Schritte verwendet. Also hier sind es eben die Schlüssel, und einer ist der Beobachtungsschlüssel, den wir auch unbedingt brauchen, wenn wir Feedback geben. Und der Herzschlüssel interessiert mich. Denn so wie der Herzschlüssel hier auf diesem Slide ist, sieht man, hinter dem Schlüssel ist noch was. Aber was versteckt sich hinter dem Herzschlüssel? Der Herzschlüssel steht für unsere Gefühle. Also wenn wir sagen, wie wir uns fühlen, gibt es dann noch einen Schlüssel. Und da schauen wir jetzt, ob es eine Auflösung gibt. Was ist dahinter? Ja, Sie haben es wahrscheinlich geahnt, dahinter ist das, was ich brauche. Das, was ich brauche, unsere Bedürfnisse, die verstecken sich hinter unseren Gefühlen. Das heißt, sichtbar ist das, was wir fühlen und wie wir entsprechend unserer Gefühle reagieren. Das, was wir dann nach außen tragen, wie wir uns ausdrücken. Unsichtbar ist, warum wir so ein Gefühl haben, warum wir jetzt so reagieren, weil wir etwas brauchen. Und im Fall von unangenehmen Gefühlen ist das etwas, was wir brauchen, aber nicht haben. Wenn es ein angenehmes Gefühl ist, dann handelt es sich immer darum, dass wir etwas, das wir brauchen, gerade auch haben. Das heißt, unser Bedürfnis ist erfüllt, oder eben im anderen Fall, das Bedürfnis ist nicht erfüllt. Und warum ist hier eine Schatztruhe? Die Schatztruhe ist das Symbol für die Bedürfnisse, weil die Bedürfnisse auch vor uns selber gut versteckt sind. Die Bedürfnisse sind nicht offensichtlich. Ich weiß nicht in jedem Moment, was ich brauche. Da muss ich schon ein bisschen in mich hineinhorchen. Da ist es auch gut, wenn ich einen Schlüssel habe, der dann zu meiner Schatztruhe passt und mir zeigt, welches Bedürfnis ich habe. Das muss ich zuerst mit mir üben. Erst dann werde ich Schritt für Schritt schaffen, auch Bedürfnisse anderer zu erkennen. Und da haben wir jetzt so einen Wolf sitzen auf dieser Schatztruhe. Man hat das Gefühl, der möchte nicht, dass jemand den Schlüssel hineinstecken kann und dass da jemand öffnen kann. Das ist der sogenannte innere Wolf. Und der innere Wolf, der bewacht unseren Bedürfnisschatz. Und das ist sein Job. Das macht er wahnsinnig gut. Das macht er wirklich sehr gut. Weil immer dann, wenn wir übersehen, dass wir etwas brauchen würden, was wir jetzt gerade nicht haben, wenn wir nicht darauf achten, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllen, dann beginnt er zu knurren. Und das hört man dann. Und dann kann sein, dass wir uns selbst nicht wohlfühlen in unserer Haut, weil aus uns etwas explodiert, was wir jetzt nicht so gut in den Griff kriegen. Dann ist das eben der Wolf,
den sollte man sehr lieb haben, denn der hilft uns, so wie uns auch im Lernen Fehler helfen würden, dass die uns zeigen, wo wir noch einen Bedarf haben, etwas weiter zu lernen, zeigt uns dieser Wolf, wenn er zu knurren beginnt, hoppala Eva, da ist noch was, aber was ist es denn? Und das ist aber schon mein Job. Das heißt, ich soll jetzt draufkommen, was es ist, was ich brauche. Das sind wir nicht gewöhnt. Denn wenn wir da so knurren und in diesem Wolfsmodus sind, dann gehen wir davon aus, dass wir einen Schuldigen brauchen, der uns dann in dem Moment das Bedürfnis erfüllt oder der ist einfach schuld dran, weil ich jetzt so schlecht drauf bin. An Bedürfnisse denkt man in dem Moment ja gar nicht. Wir ärgern uns über jemand anderen. In Wirklichkeit geht es um mich und um etwas, was ich jetzt brauchen würde. Und das ist nicht einfach und ich mache das jetzt wirklich nur so eine kleine Seitentür auf, dass wir uns mit diesem Thema in unserem Lernprogramm intensiver beschäftigen, nicht im ganzheitlich Lernen lernen, sondern in dieser Challenge, in der Empathy Challenge, es geht um Empathie, in der Empathy Challenge für die Kleinen, das wäre die A1 Empathy Challenge, die ist dann in dem Programm Jedes Kind stärken, oder auch in der A2 Empathy Challenge, das wäre dann die darauf aufbauende Challenge für die Unterstufe, die ist dann im Programm Jugendstärken enthalten. Aber was hat das mit Feedback zu tun? Ja, es hat das mit Feedback zu tun, dass wir auch beim Feedback üben sollen, ja, dass wir von ich fühle mich Botschaften sprechen. Das ist genau das, was wir auch mit den 4 Schlüsseln aus der gewaltfreien Kommunikation trainieren, ja, dass wir also sagen, dass wir uns auf uns besinnen, auf unsere Gefühle und über uns sprechen und dass wir nicht den anderen angreifen und ihn zum Schuldigen erklären. Und das ist etwas, was nicht leicht ist. Ich sage das noch einmal, weil ich wirklich weiß, dass das etwas ist, was man üben muss. Und das ist durchaus auch die Schule ein Ort, wo man das gut üben kann, weil man kann dieses Feedback geben bei allen möglichen Gelegenheiten einfügen in den Unterricht, weil es ein wunderbares Training für soziales Lernen ist. Und hier haben wir zum Beispiel eine Übung, wenn man an Menschen denkt, dass man ihnen statt ein Eigenschaftswort zu verpassen, dass man dahinter eine Ich-Botschaft formuliert. Also zum Beispiel, statt zu sagen, dass die Frau Nela nett ist, aber halt unpünktlich, dann könnte man eben sagen, ich mag die Frau Nela, ja, oder eine andere Ich-Botschaft. Und statt unpünktlich könnte man eben sagen, ich ärgere mich, wenn sie zu spät kommt oder wenn ich warten muss. Das tue ich nicht gerne. Ja. Das ist jetzt auch nicht leicht, aber ich mag das, dass solche Übungen auch im Unterricht einen Platz finden, wenn es eben die entsprechende Lehrperson gibt, die sich mit dem auseinandersetzen möchte. Ich glaube, wir haben genug Unterrichtsstunden, wo das Platz hat. Hier gibt es ein Beispiel, was ich vorher erwähnt habe mit dieser Geschichte mit dem Lippenstift, dass das ja ein Beispiel ist für Perspektivenwechsel. Also wenn ich jetzt aufstehen würde im Raum, damit ich eben das sehe, was die andere Person gesehen hat, was ich nicht sehen konnte, das ist eine Form von Perspektivenwechsel. Eine etwas elaboriertere Form des Perspektivenwechsels ist, wenn ich mich tatsächlich auf den Platz von jemand anderem setze und versuche ganz bewusst einen Moment lang die Welt aus seiner Perspektive zu sehen. Das ist sehr, sehr vorteilhaft, wenn man das bei einem Streit macht, indem man also versucht, die Position des anderen zu verstehen, indem man so einen Sesseltausch anregt. Und das kann man natürlich auch schon mit den Kleinen üben, aber aufpassen, wenn man die Sessel getauscht hat, das ist ja eine starke Intervention, wo man sich jetzt wirklich richtig vorstellt, auch mit seinem Körper. Man setzt sich drauf, ich bin jetzt du und ich stelle mir vor, wie hast du das wahrgenommen? Das ist eine starke Übung. Anschließend die Sessel entrollen, also damit die wieder neutral sind und wer auch immer sich draufsetzt, dass er sich mit seinem Ich dann wieder draufsetzen kann. Aber sehr effektiv kann man viel dabei lernen und von der Ingrid habe ich gelernt, dass sie das manchmal auch mit den Schülern gemacht hat, in dem Sinn, dass sie auch die Schüler auch ihre Rolle einnehmen hat lassen und sie die Schülerperspektive eingenommen hat, finde ich prinzipiell eine schöne Denkübung, die man ja vielleicht auch umsetzen kann, sich einmal vorzustellen, wie ist das eigentlich aus Schülersicht, was da gerade passiert. Hier ist wieder eine Karteikarte aus unserem Programm zum Feedback geben. Ja?
Wie sieht mich jemand, den ich nicht mag? Ist auch sehr spannend. Das ist genau das. Da geht es auch darum, sich vorzustellen, in seine Rolle zu schlüpfen. Aha, wie könnte ich für diese Person eigentlich von außen wirken? Warum mag mich die nicht? Vielleicht ändert das ja letztlich auch was an unserer Beziehung. Jetzt kommen wir zu diesem großartigen TED-Talk, der sehr viel mit Feedback geben zu tun hat. Das ist die Carol Dweck, die man hier in dem TED-Talk sieht. Also hier können Sie es nicht sehen, aber eben als Link von der Lernfit-Post führt das weg zu diesem TED-Talk. Und da habe ich jetzt extra einen Screenshot gemacht, wo was ganz Geniales zu lesen ist. Es ist nur sehr klein. Das ist ja Untertitel, das ist original auf Englisch und die deutschen Untertitel sind. Und da steht jetzt was Großartiges, nämlich, dass man Schülern, die einen Test nicht bestanden haben, die Note fast bestanden gibt. Fast. Das ist dieses yet. The power of yet. Also das ist noch nicht. Ja? Fast. Das heißt, das öffnet eine Tür. Nicht schließt die Tür. Yet bedeutet, okay, heute noch nicht, aber morgen vielleicht. Und du kannst etwas dazu tun, dass es morgen nicht ein yet ist, sondern ein bestanden. Großartig, gut geschafft. Das ist ein wirklich sehr sehenswerter TED-Talk auf Deutsch mit dem schönen Untertitel Der Glaube an die eigene Lernfähigkeit. Und das bringt uns natürlich sofort wieder zum Hattie, zur Hattie-Studie, wo John Hattie eben gesammelt hat, wissenschaftlich fundiert gesammelt hat, was wirkt, was sind die Einflussfaktoren, die bewirken, dass man einen Lernerfolg hat. Was sind die Einflussfaktoren, die sogar negativ sind und was ist, wie, hat eine wie große Effektstärke? Und Feedback zum Lernen ist eine ganz, ganz wesentliche, spielt eine sehr wesentliche Rolle, hat einen hohen Effekt. Ja. Und da geht es natürlich auch darum, also man möchte gern wissen, wie man performt, ja, was man geschafft hat. Und da geht es natürlich auch darum, dieses Feedback wertschätzend zu bringen und diese Türen bitte nicht zu verschließen, sondern eine Tür offen zu lassen, wenn man sieht, da gibt es noch Lernbedarf. Was hier bei dem Feedback geben noch eine schöne Möglichkeit ist, dass man die Schülerinnen einlädt und die Schüler, dass sie selbst Feedbackbögen erstellen. Das heißt, dass sie einfach selbst mal in die Rolle der Beurteilenden schlüpfen. Das kann ja auch ein Feedbackbogen sein, den ich für mich selbst erstelle, für ein Self-Assessment, eine Selbstbewertung. Und wenn man das einmal lernt, dann merkt man auch, wie sensibel das eigentlich ist, welche Art von Fragen man dabei stellt. Ich glaube, das sensibilisiert einen dann auch noch ganz besonders und kann aber auch zeigen, dass das durchaus auch einen Wert macht, wenn man sich auch selbst bewertet oder eventuell in einem Peer-Assessment sich gegenseitig bewertet. Hier haben wir Beispiele drinnen, Feedback zu einem Referat geben, wo also beobachtbare Inhalte dann bewertet werden mit dem Smiley-System zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Lernen durch Einfühlen hat natürlich sehr viel zu tun mit den Spiegelneuronen. Dazu gibt es dann aber einen eigenen, gibt es dann an einer anderen Stelle auch noch einen Link zu einem sehr schönen Film dazu. Ich habe das nur, dass man das nicht übersieht, hier eingefügt. Und da komme ich jetzt schon zum Schluss. Dieses Kapitel Lernen durch Einfühlen, wo ich jetzt näher auf den Bereich Feedback geben eingegangen bin, hat dann noch weitere Unterkapitel. Wir haben ein sehr ausführliches Kapitel zu den Lernstationen, zum Kommunikationstraining und Downloads zu zwei Challenges. Da wird praktisch alles wiederholt, was man im Kapitel Lernen durch Einfühlen besprochen hat. Und dann gibt es noch ein Unterkapitel mit den Rollenspielen, was man selbst daraus lernen kann. Da gehen wir dann näher auf die Spiegelneuronen ein. Und das letzte Verlernen durch Einfügen ist dann Konflikte lösen mit der Win-Win-Methode. Damit bin ich, wenn ich mich nicht irre, und so ist es, am Ende vom Kapitel Lernen durch Einfühlen. Und ich bedanke mich, dass Sie wieder dabei waren und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Lernfit-Post dabei sind.